Bereits im Jahr 1876 wurde die Musikkapelle Kallham urkundlich erwähnt. Als Gründer gilt Johann Meierhuber, der schon damals das Musikleben der Gemeinde maßgeblich beeinflusst hat. Die Anschaffung der ersten Uniform folgte in den 30er Jahren und gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es, trotz der schwierigen Zeiten, wieder ein spieltüchtiges Orchester zu formieren. Mit einer Tracht wurde der Verein erstmals 1966 und zuletzt 1994 eingekleidet. Gutes bewahren und Neues hinzufügen, so lässt sich die jüngere Geschichte der Musikkapelle beschreiben, deren vielfältiges Repertoire verschiedenen kirchlichen Festen und zahllosen anderen Veranstaltungen eine besondere Note verleiht. Ja, es ist eigentlich wichtig für einen Kapellmeister, dass er relativ vielseitig ist. Und ich habe das Amt von meinem Bruder, der das vorher 19 Jahre inne hatte, geerbt sozusagen. Und man bemüht sich, dass es immer ständig bergauf geht mit der Kapelle, ohne dass man jemanden überfordert oder dass eben verschiedene Altersgruppen nicht mehr Platz haben in der Kapelle. Also wir schauen, dass wir einfach Musik für jedermann machen und eben das Programm dann auch auslegen. Wir sind ganz besonders stolz auf die Wertung im heurigen Jahr. Wir haben da als Mittelstufe-Kapelle 94 Punkte geschafft, also das haben wir uns gar nicht erträumt, so ein gutes Ergebnis. Ein Höhepunkt in der Geschichte der Kallhammer Trachtenkapelle war mit Sicherheit die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes, bei dem gleichzeitig auch das 125-jährige Bestandsjubiläum gefeiert wurde. Im Rahmen dieses Festes versammelten sich 127 Posaunisten zum größten Posaunenorchester Österreichs, um das Werk Dream of Jericho uraufzuführen. Das Vereinsjahr besteht für die 52 Musiker aus ca. 60 Proben und 40 Ausrückungen. Musiziert wird nicht nur im Gesamtorchester, sondern auch in verschiedenen Formationen. Die große Kapelle umfasst 50 Musikerinnen und Musiker, wobei es auch noch andere Kapellen gibt. Wir haben eine Jugendkapelle mit 26 Jugendlichen, wir haben eine Tanzelmuse mit 5 Musikern. Wir haben auch noch eine Big Band Formation, die sich SAM heißt, SAM wie Sound and More, wo der Hauptaugenmerk am Titel schon verraten sollte. Es geht nicht nur um Musik, es geht um mehr, es geht um Spaß, es geht um Kameradschaft. Und das macht es dann aus, dass alle wieder motiviert dabei sind und wieder nächste weitere Ziele angehen. Der Jugendanteil für eine Kapelle ist ganz besonders wichtig, denn in der Jugend liegt die Zukunft der Kapelle. Und mit der Jugend kommt Dynamik in den Verein. Für die Jugend ist es auch sehr wichtig, durch den Verein Kameradschaft und solche Dinge zu lernen. Eine Musikkapelle hat einen ganz besonderen Stellenwert, nämlich ist eine tragende Säule im Kulturleben. Und ich bin stolz darauf, 2 Musikkapellen führen zu dürfen, weil wir wissen, dass Kultur eine große Bedeutung hat und wir wollen auch das für die Zukunft so weiter behalten.